Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es ist der 9. Spieltag der Bundesliga und ja, ich habe das Ganze jetzt über die PS5 doch endlich hinbekommen. Manch einer weiß ja, dass es da ein paar Komplikationen gab. Ja, es wird die Bundesliga sein, es gibt wieder eine Konferenz, Timelinks findet ihr hier. Viel Spaß dabei und los geht's jetzt erstmal mit dem Freitagabendspiel. Viel Spaß und danke euch fürs Reinschalten. Der SV Werder Bremen hat es geschafft, dem FC Bayern München einen Punkt abzuverlangen. Zu Gast in der Allianz Arena machte man einen sehr guten Auftritt. Am Ende hätte man vielleicht sogar mit etwas mehr Glück gewinnen können. Der VfL Wolfsburg erschlug den FC Schalke 04 zuletzt mit 2:0 und bleibt damit weiterhin ungeschlagen. Hier am Freitagabend ging es erstmal nur von links nach rechts. Das bedeutete Angriff Wolfsburg, Verteidigung Werder Bremen, Memedi hier mit dem guten Schuss, den Pavlenka aber noch parieren kann. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite von Arnold hereingetreten. Weghorst und Gebrselassie bringt diesen Angriff, diesen Konter auf die Reise. Schlager, der behindert sich da gegenseitig mit Baku, Rashica alleine vor Kuhn-Castells. Aber er scheitert. Vielleicht zu viel Wiese, zu viel Platz gehabt. Trotzdem tolle Aktion, super Konter, der nicht belohnt wird. Es ging mit dem 0:0 erstmal in die Pause. Der VfL Wolfsburg war die bessere Mannschaft, aber dieser Konter gerade, der hätte doch wirklich ins Gegenteil umschlagen können. Der zweite Durchgang gerade in der ganz frühen Phase. Möwald verliert hier den Ball. Memedi setzt nach. Wout Weghorst, Xaver Schlager, Arnold. Was für ein Pass zu Wout Weghorst. Und er macht das 1:0. 49. Spielminute. Die Führung für die Gastgeber. Super Pass in die perfekte Lücke. Weghorst bleibt eiskalt. Der SV Werder Bremen wollte antworten. Gebrselassie mit dem guten Flankenball auf Sargent. Der Kopfballaufsetzer auch nicht so schlecht im Endeffekt, aber doch zu ungefährlich für Kuhn-Castells. Den fängt er ab. Wolfsburg machte es clever, nutzte die Räume, die Bremen nun offenbarte. Memedi bleibt eiskalt. Und das 2:0 in der 71. Minute. Die vorentscheidende Szene dieser Partie, der SV Werder Bremen konnte sich davon tatsächlich nicht mehr erholen. Gab auch nicht mehr so viel Nachspielzeit obendrauf. Arnold zu Josip Brekalo, der nochmal gegen Toprak. 3:0 am Ende, wohl ein Treffer zu hoch. Der SV Werder Bremen war hier nicht so chancenlos, wie es das Ergebnis aussagt. Nichtsdestotrotz ist das ein verdientes Ergebnis für den VfL. Und Bremen verliert erstmals seit dem ersten Spieltag. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz. Wir starten in Stuttgart. Der VfB seit dem ersten Spieltag ungeschlagen, hat den FC Bayern München zu Gast und der FC Bayern hat nach dem letzten Bundesliga-Auftritt gegen den SV Werder Bremen wieder Hunger auf einen Sieg. Mal schauen, ob der VfB Stuttgart dagegen halten kann. Es wäre zu vermuten, aber es wird sicherlich eine schwierige Aufgabe für die Schwaben. Ebenso die Aufgabe schwer für Bielefeld. Und zwar in Leipzig. Das ist für den Deutschen Sportclub schon wieder eine heftige Herausforderung. Gegen Leverkusen war man doch recht chancenlos. Nur durch ein kurioses Eigentor überhaupt weiter im Spiel gewesen. Jetzt hier zu Gast in Leipzig eben noch einmal eine deutlich größere Aufgabe. Nochmal schwieriger, fremdes Geläuf. Aber vielleicht sind hier die Beine nicht so schwer. Wir werden drauf schauen und blicken jetzt nach Augsburg. Der FC Augsburg misst sich mit dem SC Freiburg. Augsburg bewies Moral in Unterzahl, holte man sich gegen Borussia Mönchengladbach noch einen Punkt ab durch einen späten Treffer von Caligiuri.
Und der SC Freiburg, er wartet und wartet auf den zweiten Saisonsieg. Gegen den VfB Stuttgart hatte man es nur am ersten Spieltag geschafft. Jetzt sogar gegen die bis dahin noch sieglosen Mainzer verloren. Wird also eine wichtige Aufgabe hier. Ebenso wie für Frankfurt in Berlin. Und für Union Berlin läuft es momentan richtig, richtig gut. 15 Punkte nach 8 Spielen, das ist eine sensationelle Quote. Man hat sich nach dem Klassenerhalt stabilisieren können, hat jetzt eine schlagfertige Truppe, zumindest mal fürs Tabellenmittelfeld. Momentan ist es ja eben sogar der 5. Tabellenplatz. Da würde Frankfurt vielleicht gerne hin, aber dafür spielen sie zu unkonstant. Ein 1:1 zuletzt gegen Leipzig, aber respektabel. Und von respektabel kann man in Dortmund auch noch reden. Mindestens mal respektabel, was der BVB gegen die Hertha geschafft hat, nach einem Rückstand am Ende so souverän mit 5:2 zu gewinnen. Klar, überragender Mann war dort Erling Haaland. Muss man dann so aber auch erstmal machen und die Szenen herausspielen. Der erste FC Köln ist zu Gast noch ohne einen Saisonsieg. Seit etlichen Spielen wartet man auf einen Dreier. Wir dürfen gespannt sein. Wir beginnen das Ganze jetzt aber in Stuttgart. Jo, wir beginnen beim VfB, die in den weißen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang spielen werden. Der FC Bayern München in schwarz von rechts nach links. Und das Unentschieden gegen den SV Werder Bremen, es war schon relativ ärgerlich, aber trotzdem wohl ein Resultat, mit dem man leben kann, leben muss auch der VfB. Aber scheint hier doch relativ mutig ranzugehen. Silas über die rechte Seite, spielt jetzt aber erstmal zurück. Und wir spielen zurück nach Dortmund. Der erste FC Köln kommt über die rechte Seite. Also auch hier die leicht favorisierte Mannschaft erstmal in der Defensive gefordert. Der BVB macht es jetzt aber gut. Und ja, für Gisdol entsteht ein Riesendruck. Das 1:2 gegen Union Berlin wäre auch vermeidbar gewesen. Trotzdem auch von dem richtigen Unentschieden hätte man sich da nichts leisten können. Zumindest nicht so viel. Der BVB jetzt in der Angriffsposition. Witzel spielt zu Rafael Guerreiro, der aber im Abseits da steht auf der linken Außenbahn. Schauen wir nochmal drauf. Knapp, aber die korrekte Entscheidung. Also, hier 0-0, wir warten auf den ersten Treffer in der Konferenz und geben nach Berlin. Frankfurt geht relativ hoch drauf, ist dann aber auch im Mittelfeld etwas unterbesetzt und Union Berlin kommt. Prömel nimmt aber nochmal etwas Tempo raus, heute für den angeschlagenen, verletzten Griesbeck in der Startaufstellung. Eintracht Frankfurt war mit dem 1:1 mal wieder richtig glücklich. Abseitsposition mit dem 1:1 gegen Leipzig. Sehr glücklich, das war ein gutes Spiel nach Führung. Zwar nur 1:1, aber trotzdem sehr gut gegen Spitzenteam aus Leipzig. Das hier ist Tor in Stuttgart. Klares Abseits und wir haben den ersten Treffer. Ab nach Stuttgart. Der VfB führt mit 1:0. Sasa Kalajdzic macht den Treffer gegen Manuel Neuer. Aus kurzer Distanz Kalajdzic in der Startaufstellung, weil Gonzalez einige Wochen verletzt ausfallen wird. Der erste Treffer in der Konferenz und die Bayern wieder in Rückstand. Wir wollen mal in Leipzig vorbeischauen. Das Ergebnis dort würde den Leipzigern richtig gut schmecken, aber sie müssen selber ihre Spiele gewinnen. Wie gesagt, zuletzt ein 1:1 gegen Frankfurt ist dann vielleicht etwas zu wenig, wenn man ganz oben angreifen möchte. Aber jetzt vielleicht Sörloth bleibt aber am Fuß von Moreno, Ortega Moreno hängen. Leipzig bleibt drauf. Olmo, Kampel, freigespielt. Kampel, 1:0, Leipzig. Sträflich, was Bielefeld hier verteidigt. Und folgerichtig die Führung für RB. Was ist in Bielefelds Hintermannschaft los? Dieser Pass ist folgenschwer. Olmo hat dann den Überblick, sieht den freistehenden Kevin Kampel und diesmal
kann Ortega Moreno nichts machen. Kurz vorher eben diese Chance von Sörloth vereitelt. Jetzt steht es hier 1:0 für die Gastgeber. Das erstmal von hier. Wir springen nach Augsburg. Da ist der SC Freiburg zu Gast. Freiburg, gerade in der Offensive, Günther und Grifo nehmen sich da fast gegenseitig den Ball ab, aber sie bleiben nochmal drin. Grifo, wunderbarer Pass zu Roland Salay. Und er ist relativ frei am zweiten Pfosten und macht den Treffer. 25. Minute, das 1:0 für die Gäste, kommen wir ja gerade recht. Toller Pass von Grifo, öffnet das Spiel. Dann ist der Winkel nicht einmal optimal, aber Giekiewicz wird trotzdem überwunden. Wuchtiger, guter Schuss. Nicht komplett unhaltbar, aber schon sehr gut gemacht hier vom Außenstürmer Roland Salay. Einige Tore also jetzt doch schon gefallen. Wir warten aber in Dortmund noch auf den ersten Treffer. Für Köln oder für Dortmund vielleicht? Momentan vielleicht sogar eher für den ersten FC Köln. Özkan holt einen Eckstoß raus. Unten sehen wir einmal kurz die Ergebnisse. 3 Spiele haben Tore gesehen, jeweils 1:0. In Berlin bei Union und hier in Dortmund steht es noch 0:0. Und jetzt gibt es, wie gesagt, Eckstoß für den ersten FC Köln. Von der rechten Seite auf den ersten Pfosten getreten, aber das war ein ganz schwacher Eckstoß. So darf man mit seinen Standards eigentlich nicht umgehen, wenn man hier in Dortmund antritt. Skiri, er hatte den Treffer gegen Union Berlin erzielt. Am Ende brachte es ja eben doch nichts ein. Özkan, Duda, Özkan nochmal. Sehr auffällig, Skiri, aber immer noch einer dazwischen beim BVB. Und jetzt gibt es eine Kontersituation. Haaland, schön rausgespielt zu Julian Brandt. Jetzt vielleicht eine Flanke. Nein, er tritt nochmal drauf. Julian Brandt in der Mitte ist Dahoud relativ frei. Dahoud, Witzel und Haaland. Witzel! Horn mit der Parade. Fahne blieb unten. Hätte wohl gezählt, dieser Treffer. Und Horn hat den Tor in Berlin stehen. Oh, der nächste Treffer. Und jetzt auch in Berlin. Na gut. Das ist wirklich unglaublich, was beim ersten FC Union Berlin in dieser Saison alles zusammenläuft. Max Kruse mit dem 1:0 für Union. Frankfurt lässt sich auskontern und Kruse dann vor Kevin Trapp mit dem sicheren, souveränen Abschluss. Er hätte diesen Elfmeter-Rekord von 17 Elfmetern in Serie zu verwandeln, knacken können, scheiterte gegen Horn, aber er hatte den Treffer trotzdem dann im Nachschuss sich zurückgeholt und das ist ja im Endeffekt das Relevante, was an der Anzeigentafel steht. 1:0 hier jetzt für den 1. FC Union Berlin und Frankfurt auswärts mal wieder, muss man ja sagen, in Rückstand. Hier ist der FCA im Rückstand gegen Breisgauer, die auf den ersten Saisonsieg nochmal jetzt ein drauflegen wollen. Und der erste Saisonsieg, ich hatte es erwähnt, der datiert vom ersten Spieltag zu Gast beim VfB Stuttgart. 3:2. Nach 3-0-Führung wurde es aber auch nochmal eng. Also entschieden ist hier noch lange nicht. Selbst wenn das zweite noch fallen sollte, jetzt kurz vor dem Pausenpfiff. Der FC Augsburg ist nach vorne momentan aber doch sehr, sehr unkreativ und das ist auch etwas sinnbildlich. Kein spannendes Spiel, wir wechseln lieber nochmal nach Leipzig. Wo Bielefeld sich mal nach vorne wagt, immerhin einen Eckball rausholt. Fabian Klos heute nicht in der Startaufstellung. Ihm wurde übel gegen Leverkusen auf den Knöchel getreten oder aufs untere Bein zumindest. Das fehlt also Fabian Klos in der Mitte für diesen Eckstoß. Vielleicht kommt ja trotzdem was Gefährliches zustande. Eher nicht. Tor in Dortmund ist spannender. 1:0 für den BVB. Doch relativ
überraschend momentan. Köln war nicht so schlecht. Der BVB aber auch immer gefährlich in den Szenen, in denen wir hier im Stadion waren. War Köln aktiver, aber sonst Dortmund schon sehr spielbestimmt. Viel Ballbesitz und Marco Reus macht jetzt auch den Treffer. Führung für den BVB in der 45. Minute in Stuttgart führen auch die Gastgeber. Und das gegen den FC Bayern München. Es gibt eine Minute obendrauf. Der FC Bayern München kommt hier nicht mehr wirklich raus. Stuttgart läuft hoch an. Es ist Halbzeit. Und es steht 1:0 für den VfB. Der FC Bayern muss also wieder mal zurückkommen nach einem Rückstand. Das haben sie richtig drauf. Hier schauen wir nochmal auf den Treffer. Aber es wird eine schwierige Aufgabe hier gegen gut spielende Stuttgarter. Also, wir gucken kurz auf alle Ergebnisse und dann geht es im zweiten Durchgang hoffentlich spannend weiter. Jo, hier die Ergebnisse im Überblick. 5x1:0, BVB 1:0 gegen Köln, Leipzig 1:0 gegen Bielefeld, Union 1:0 gegen Frankfurt. Augsburg liegt zu Hause 0:1 gegen den SC Freiburg zurück und der VfB Stuttgart eben nochmal gesehen, führt 1:0 gegen Bayern. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefällt, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Zurück in Augsburg, wo die Gäste führen, der SC Freiburg jetzt im zweiten Durchgang von links nach rechts dazu aufgefordert, diese Führung zu verteidigen. Aber das kann man ja zumindest mal positiv unterstreichen aus Freiburger Sicht. Man hat den einzigen Sieg bislang eben auch in Stuttgart geholt. Also auswärts scheint es vielleicht etwas besser zu laufen. Ungewöhnlich für eigentlich immer heimstarke Freiburger. In diesem Jahr ohne Fans scheinbar ein anderer Schnack. Und es gibt Freistoß. Oh, sehr gute Position. 27 Meter. Alfred Finn Bogason! Nicht so schlecht. Müller muss eingreifen. Und das ist auf jeden Fall die größte Chance in diesem Spiel bislang für die Gastgeber. Viel mehr war ansonsten nicht zu holen. Mehr war in Berlin zu holen für Union. Das kann man wohl sagen, weil Frankfurt sie auch lässt. Und es gibt Kontermöglichkeiten für Union. Geraldo Becker quer, geflankt. Max Kruse 2:0. Doppelpack für Kruse und wunderbare Choreografie auf jeden Fall. Abstandsregelungen eingehalten. Aber was macht Frankfurt? Klar, man will mit positiven Vorzeichen aus der Halbzeit rauskommen. Aber so hat man jetzt eine noch größere Aufgabe. Man liegt 2:0 zurück. Union macht es richtig top. Und das wird super schwer jetzt für Frankfurt gegen formstarke Unioner hier nochmal zurückzukommen. Hier in Leipzig steht es zwar nur 1:0, aber trotzdem wird es für Bielefeld brutal schwer zurückzukommen. Es fällt ihnen kaum mal etwas ein und Leipzig müsste hier eigentlich mal den zweiten Treffer nachlegen. Leverkusen musste zu schmecken bekommen, dass ein knapper Vorsprung am Ende um ein Haar nicht gereicht hätte. Und solche dramaturgischen Einschläge möchte man sich in Leipzig ersparen. Stunde gespielt, Arminia Bielefeld. Das ist einfach zu wenig, muss man so sagen. Kontermöglichkeit für Leipzig. Haidara. Olmo. Sörloth. Abseits. Wir wechseln nach Stuttgart. Wo der VfB gerade eine überragende Möglichkeit hatte. Endo. Der defensive Mittelfeldmann schlänzt den haarscharf am zweiten Pfosten vorbei. Das wäre ein tolles Tor geworden. Knappe halbe Stunde noch Zeit für den FC Bayern München hier auszugleichen. Also das wäre doch schon eine ziemlich heftige Überraschung, wenn man zum zweiten Mal in Folge nicht gewinnen würde. Vor allem eben gegen Bremen und gegen Stuttgart. Das sind Tor in Dortmund. 6 sicher eingeplante Punkte und kann Dortmund die Punkte jetzt einplanen? Es sieht alles danach aus. Marco Reus mit dem 2:0 in der 65. Spielminute. Mittlerweile
ist der erste FC Köln nahezu komplett aus dem Spiel. Das 2:0 ist jetzt möglicherweise schon der Genickbruch. Reus vorbei an Timo Horn. Man kann Köln so viel nicht vorwerfen. Sie haben auch immer wieder probiert, nach vorne zu spielen. Es gab kleinere Möglichkeiten, aber hinten sind sie einfach zu schwach, zu anfällig. Und so steht 2:0. Also vorentschieden ist es hier in Stuttgart, wo wir gerade waren. Schauen wir nochmal vorbei. Und hier ist überhaupt gar nichts klar. Wir sehen unten einmal die Ergebnisse. Der FC Bayern München möchte dagegen an. Goretzka. Wo ist die Lücke? Coman. Kleines Handballspielchen hier, aber wo ist die zündende Idee, mal einen Ball hinter die Kette zu bekommen? Leroy Sané. Thomas Müller. Guter Pass. Der ist sehr gut. Und Gnabry mit dem Ausgleich. 73. Minute. Da ist das erlösende 1:1 für den FC Bayern München. Stuttgart mit 0,0 Zugriff in der Szene. Hier ging es dann mal schnell, sind eigentlich genug Stuttgarter da, aber ging dann doch zu schnell. Guter Pass für Gnabry, der nimmt ihn einmal mit rechts an, schließt mit links schnell ab. 1:1 hier, können sie es jetzt komplett drehen? Gegen Bremen haben sie es nicht mehr geschafft, da ging ihnen die Zeit aus. Hier haben sie noch knapp 20 Minuten Zeit. Das gilt auch für den FC Augsburg, hier nochmal zurückzuschlagen gegen Gladbach. Hat es kurz vor dem Ende geklappt mit dem 1:1. Da ist Freiburg sicherlich vorgefeit. Aber die Breisgauer kommen nicht mehr wirklich hinten raus. Aber es gibt auch keine wirklich großen Möglichkeiten für den FCA. Große Sorgen muss man sich also aus Freiburger Sicht erstmal noch nicht machen. Und jetzt vielleicht mal eine gute Kontermöglichkeit. Santa Maria. Links raus zu Grifo, kriegt er nicht. Ja, wir wechseln lieber nochmal. Leipzig kommt, Leipzig will es hier entscheiden, aber jetzt ist da viel Platz für Vogelsammer. Verliert aber zu viel an Tempo mit dem Ball. Sebio Suku, Hartzell, aber da machen sie viel zu wenig aus seiner vielversprechenden Szene. Es klappt einfach nicht bei Arminia Bielefeld mit dem Tor in Berlin. Eigenständigen Tore schießen. Und in Berlin 3:0 oder nochmal Spannung? Wohl nochmal Spannung. Bas Dost mit dem 2:1 in der 83. Minute. Die Hoffnung ist zurückgekehrt. Das letzte Auswärtsspiel sah ähnlich aus. Schwach gespielt, 2:0 zurückgelegen. Dann besser geworden. Und das ist das, was der Gast aus Frankfurt hier gerade wieder mal zur Schau stellt. Kommt es vielleicht zu spät in der 83. Minute? Wir werden drauf schauen und blicken jetzt auch nochmal in Dortmund vorbei. Da ist es wohl entschieden, was? Das kann man wohl sagen. Der BVB hat alles unter Kontrolle. Der erste FC Köln auf Schadensbegrenzung aus. Bellingham, Witzel. Gute Parade von Timo Horn. Wird aber auch nichts mehr daran ändern, dass man auf jeden Fall auf einem direkten Abstiegsplatz nach dem 9. Spieltag stehen wird. Also, wir melden uns, wenn noch was passiert und wechseln nochmal in den Süden. In den Südwesten, besser gesagt, der VfB Stuttgart. Auch er ist mit diesem 1:1 nicht zufrieden. Können sie nochmal in Führung gehen? Kalajdzic kommt gegen Kouassi nicht durch, der eingewechselt wurde. Mangala. Und das ist Silas. Neuer mit der Parade, aber Silas wohl auch im Abseits. Das ist korrekt entschieden. Die Zeit wird knapp für den FC Bayern München. Die absolute Schlussphase. Tour in Dortmund. Und ja, wir schauen nochmal schnell in Dortmund vorbei. Jetzt sogar noch das dritte. Jadon Sancho macht es. Mit etwas Glück setzt er sich hier durch. Ja, hier fällt ihm der Ball von Chichos. Abgelegt nochmal vor die Füße.
Dort bleibt er dann vor Timo Horn sehr kalt. Lässt sich nicht viel Zeit mit Ballannahme, sondern schließt gleich ab. Schön gemacht. Unten links rein, nicht zu halten für Horn. Also ja, hier war ja schon länger alles klar. Und ist das in Augsburg? Kann man da noch Hoffnung haben mit dem FCA, für den FCA? Es sieht nicht so gut aus. Abseitsposition gerade beim FCA Augsburg sehr deutlich. Auch hier die 90. Spielminute angebrochen. Es wird ganz, ganz eng. Und der SC Freiburg ist im Ballbesitz, hält den eigenen Kasten sauber bis dahin. Till nochmal mit seinem Debüt letztes Wochenende bei der Niederlage gegen Mainz. Heute scheint es wieder besser zu laufen für den SC Freiburg. Nachspielzeit abgelaufen. Es gibt nochmal diese Möglichkeit. Freiburg hat alle Zeit der Welt. Der FC Augsburg kommt nicht in Ballbesitz. Hat sich wohl mit dieser Heimniederlage abgefunden. Und das müsste es gewesen sein. Und das war's. Augsburg verliert mit 0:1. Freiburg kann also doch noch gewinnen. 7 Spiele mussten sie drauf warten. Und im 8. Anlauf hat es jetzt geklappt. Mit dem 2. Saisonsieg in Berlin läuft's noch. Es gibt noch einmal Eckball für Eintracht Frankfurt. Schöne schwarze Blende hier gerade. Wir wollen lieber den Eckball sehen und das Feld. Nachspielzeit ist abgelaufen, aber die Ecke, es wird sie noch geben. Auf den anderen Plätzen ist Schluss. Kann Kostic nochmal einen genialen Eckball treten? Nein. Grischa Prümmel köpft ihn raus. Und das war's. Union Berlin gewinnt schon wieder. Und wieder mit 2:1. Das sind die Ergebnisse im Überblick. 2x1:0, 1:1 in Stuttgart. Hier 2:1 für Union Berlin. Und Dortmund gewinnt mit 3:0 gegen den 1. FC Köln. Das deutlichste Ergebnis des Nachmittags. Aber das dürfte Union Berlin egal sein, sie gewinnen eben schon wieder, haben jetzt nach 9 Spielen 18 Punkten, eine 2-Punkte-Quote, das ist einfach überragend. Und Frankfurt, ja, sie warten zu spät auf. Jetzt schauen wir uns das alles nochmal in der Zusammenfassung an. Viel Spaß! Der BVB trat am Samstagnachmittag gegen den 1. FC Köln an. Der 1. FC Köln mittlerweile auf dem 17. Tabellenrang angelangt nach der Niederlage gegen Union Berlin. Ist man weiterhin ohne einen Sieg und diese Serie, sie geht weiter. Hier gegen den BVB war man früh unter Druck. Horn gerade mit der Parade, aber in der 46. bzw. in der 45. plus 1 ging es dann doch dahin. Marco Reus mit dem Führungstreffer kurz vor dem Seitenwechsel. Der 1. FC Köln jetzt aber im zweiten Durchgang doch tatsächlich mal mit einer Möglichkeit. Und sie ist sehr groß. Salih Özcan schließt da ab. Testet Roman Bürki. Özcan hat den Elfmeter gegen Union verschuldet gehabt, der zur Niederlage geführt hat. Extrem bittere Situation. Der BVB, stach in den entscheidenden Momenten zu. 65. Das 2:0 Doppelpack. Marco Reus lässt Horn keine Chance und jetzt war es im Prinzip schon gegessen. Die Geißböcke waren nur auf Schadensbegrenzung in der restlichen Zeit aus. Aber einen mussten sie noch hinnehmen durch Jadon Sancho, der sich da durchsetzt mit etwas Glück, den Ball nochmal perfekt aufgelegt bekommt von sich selbst und Timo Horn bezwingt. 3:0 am Ende wieder eine kleinere Packung für den 1. FC und sie warten weiter auf den 1. Saisonsieg. RB Leipzig schafft es einfach nicht, Eintracht Frankfurt zu bezwingen im letzten Spiel der vergangenen Woche. Holte man sich nur ein 1:1 nach Rückstand. Dementsprechend wieder Punkte, die einem da fehlen im Kampf um Tabellenplatz Nummer 1. Die erste Möglichkeit hier doch recht kläglich vergeben. Doch Leipzig hatte gegen schwache Bielefelder wirklich alles im Griff. 23. Minute, Kevin Kampel dann mit dem hochverdienten Führungstreffer. Sie machten nicht mehr als nötig.
auf Seiten der Leipziger Bielefeld schlichtweg unterlegen. Gegen Leverkusen letzte Woche auch deutlich unterlegen gewesen. 1:2 verloren, relativ knapp für ein doch recht eindeutiges Spiel. Zweiter Durchgang, RB Leipzig mit viel Platz, gute Spielmöglichkeiten. Aber sie machten dann doch zu wenig draus und ergebnistechnisch blieb das Spiel offen und Arminia Bielefeld wagte sich hier selten mal aus der Deckung, weil es auch dann in der Regel schief ging. Dani Olmo zu Kevin Campbell, weitergeleitet zu Haidara. Olmo zu Sörloth, der kommt auch zum Abschluss, stand aber im Abseits. Es sollte nichts mehr machen, Leipzig gewinnt hier in einem dreckigen, unspannenden Arbeitssieg 1:0 gegen Bielefeld, aber die Punkte sind eben eingefahren. Union Berlin macht nach wie vor einen überragenden Job in dieser Liga. 15 Punkte nach 8 Spielen, das ist wirklich eine Topquote. Momentan ist es ein neuer Europa League Platz gegen Eintracht Frankfurt. Auch da machte man es wieder sehr gut und ging in der 33. Minute in Führung. Max Kruse mit dem Treffer, der den Elfmeter zwar verschoss gegen den 1. FC Köln, aber im Nachschuss glänzen konnte. Wir springen schon in den zweiten Durchgang. Frankfurt ließ sich auskontern und Max Kruse hatte noch einen. 54. Das 2:0 für Frankfurt jetzt ungemein schwer. Das letzte Auswärtsspiel haben sie ähnlich schlecht angegangen. Zunächst gegen den VfB Stuttgart 2:0 zurückgelegen. Am Ende aber noch 2:2 gespielt. Und in der 83. Minute kam Frankfurt dann auch nochmal zurück. Bastost wurde eingewechselt und brachte neue Hoffnung mit ins Spiel. Und es gab nochmal die Möglichkeit, hier zumindest einen Punkt zu holen. André Silva, Daichi Kamada, Bastost, Dominik Koa, Silva. Aber kein Problem für Lute. Das letzte Aufbäumen der Frankfurter kam einfach zu spät. Union Berlin gewinnt schon wieder. Und für Frankfurt, wie gesagt, kam das Aufwachen etwas zu spät. Der FC Augsburg holt sich schon so seine Punkte gegen Gladbach in Unterzahl, spät noch zurückgeschlagen. Der SC Freiburg, seit dem ersten Spieltag haben sie nicht mehr gewonnen. Das sollte jetzt anders werden in der WWK Arena. Und Freiburg machte es gut. Grifo mit der Übersicht, Roland Salay am zweiten Pfosten. Freistehend zum 1:0 in der 25. Spielminute. Der Ungar überwindet da Rafael Gikiewicz und diese Führung, sie hielt sich auch mal mindestens bis zur Pause, weil der FC Augsburg nach vorne wirklich unkreativ war. Freiburg machte es gut, schaltete schnell um und ließ bis zum 16er kaum mal einen Ball passieren. Vielleicht ja mal eine Standardsituation. Finn Bogason. Nicht schlecht, dieser Freistoß. Müller aber auch dann sicher zur Ecke ohne größere Probleme. Und das war das größte Highlight des zweiten Durchgangs. Freiburg konnte nicht mehr viel nach vorne machen, aber sie mussten auch nicht. Augsburg nach wie vor maximal über Standards gefährlich, aber auch das nur in eingeschränktem Maße. So gewinnt Freiburg nach dem ersten Spieltag mal wieder eine Partie. Der VfB Stuttgart weiß nach wie vor in dieser Liga zu gefallen, das 3:3 gegen Hoffenheim, in dem man nochmal spät zurückkam. Allerdings muss man jetzt auf González verzichten, der fällt einige Wochen mit Verletzung aus. Doch der Ersatz, der macht es mal ebenbürtig. Sasa Kalajdzic in der 18. Minute mit dem 1:0 gegen die Bayern und der FCB, der sich schon gegen Bremen in der Bundesliga letztes Wochenende so schwer tat, kam dort nicht über ein 1:1 hinaus. Wie sah es jetzt hier aus? Wieder einem Rückstand hinterher zu laufen. Kingsley Coman, aber das war glücklos. Kommt dann hier mit dem Ball gegen die Hand, beziehungsweise mit der Hand gegen den Ball. Natürlich nicht absichtlich, wird trotzdem zurückgepfiffen. Der VfB machte es nach wie vor gut und ruhte sich nicht aus. Wir springen in den zweiten Durchgang. 60. Minute. Endo fast mit der 2:0 Führung aus Spitzenwinkel. Traut er sich das zu? Der spielt auch eine klasse Saison.
den verzieht er hier haarscharf am Tor vorbei. Und der FC Bayern nochmal eine Schlussoffensive, vielleicht ja jetzt mit Leroy Sané. Thomas Müller war hier leicht handballmäßig um den 16er rumgespielt. Und Gnabry in der 73. Minute immerhin noch mit dem 1:1, aber es ist wieder ein Spiel des FCB, das man nicht gewinnen kann. Der VfB Stuttgart mal wieder komplett respektabel, holt sich einen Punkt, nicht unverdient, gegen die Bayern. Topspiel am Samstagabend, der FC Schalke 04. Er erinnert sich zumindest insofern an Gladbach, dass das letzte Spiel, das man gewinnen konnte in der Bundesliga, auch gegen Gladbach stattfand. Am Anfang diesen Jahres. Aber es ging hier ganz schlimm los. Eckstoß, 6. Minute, Kopfball, Embolo. Auch noch ein Ex-Schalker, der die Königsblauen hier wieder in Rückstand bringt. Man ist Tabellenletzter, hat noch kein Spiel in dieser Saison gewonnen. Ist klar, wenn diese Statistik seit Anfang Januar besteht. Es kommt kein Selbstvertrauen zustande. Hannes Wolf bereits in der 11. Minute mit dem 2:0. Schalke taumelte besorgniserregend. Irgendwann muss man doch mal Punkte holen. Die Flanke von Nutschipka ist immerhin mal maßgeschneidert für Marc Uth. 17. Minute der Anschlusstreffer und vielleicht neue Hoffnung für die Gäste aus Gelsenkirchen. Borussia Mönchengladbach ist ja mittlerweile auch etwas unzufrieden mit diesem Saisonverlauf. Spätes Gegentor in Überzahl gegen Augsburg, das hätte man sich nicht erträumen lassen. Hier ging man aber nicht so fahrlässig mit seinen Chancen um. Lars Stindl in der 43. Minute. Schalke in der Defensive indisponiert. Und das wird bestraft. 3:1 nach 45 Minuten. Wieder eine relativ klare Sprache, die hier gesprochen wurde. Der FC Schalke 04, aber zumindest das konnte man ihnen zusprechen. Hatte nach vorne immerhin mal einige Ideen. Gladbach etwas ungeordnet. 3:2 Paciencia. Aber so richtig wollte hier keine neue Hoffnung aufkeimen, weil Gladbach immer die passenden Antworten fand. Embolo legt in die Mitte, rutscht etwas durch zu Hermann, aber der Seis kühl vom Tor. 68. Der nächste Treffer, der nächste Gegentreffer vor allem auch für Schalke. Torverhältnis von minus 21. Eine deutlichere Sprache kann man wohl kaum in Worte fassen. Immerhin nochmal eine Chance in der Nachspielzeit, aber kein Problem für Jan Sommer gegen Paciencia. Ja, so blieb es beim 4:2. Nach vorne kann man vielleicht einige positive Schlüsse ziehen, aber das war defensiv wieder zu schwach. Schalke verliert und Gladbach, sie holen sich endlich mal wieder einen Dreier. Bayer 04 Leverkusen konnte sich zum Glück aus ihrer Sicht und vor allem zum Glück aus Radetzkis Sicht noch das 2:1 gegen Bielefeld sichern. Ein hochverdienter Sieg. Bielefeld hatte wirklich keine Chancen und hatte trotzdem eben Treffer erzielt. Hier gegen die Hertha lief es wieder flüssig. Florian Wirtz in der 16. Minute mit dem 1:0. Die Hertha, die gegen Dortmund nur eine knappe Halbzeit mithalten konnte. Dann im zweiten Durchgang wurden sie von Erling Haaland wirklich auseinandergenommen. Hier kam die Elf von Bruno Labbadia nicht wirklich ins Spiel. Alario legt quer, Baumgartlinger Darida unglücklich vor Amiris Füße abgewehrt. 2:0 in der 38. Minute. Und es ging wieder in seine üblichen Bahnen. Leverkusen ist ja stark drin in dieser Saison, noch ohne eine Niederlage, muss man auch so erstmal machen. Halbzeitstand 2:0, die Hertha durchaus in der Lage, das nochmal umzubiegen grundsätzlich, aber nicht hier und heute am Sonntagnachmittag. Bailey, Diaby und in der 51. Minute war die Partie entschieden. Für die Hertha ging nichts mehr, es war ein rabenschwarzer Sonntag. Sodass jetzt nur noch Schadensbegrenzung betrieben wurde.
Das konnten sie dann auch soweit ganz gut einhalten. Leverkusen hatte wirklich alles im Griff. 90. Minute, eine Minute Nachspielzeit, selbst die eigentlich unnötig, aber die war dann auch schnell vorbei. Es blieb beim 3:0, die Hertha verliert wieder und nachdem man sich kurz gefangen hatte, ist man jetzt mit zwei Niederlagen, mit zwei deftigen Niederlagen in Serie wieder weit unten in der Tabelle zu finden. Zum Abschluss des 9. Spieltags traf der erste FSV Mainz 05 auf die TSG 1899 Hoffenheim und Mainz. Sie holten sich den ersten Saisonsieg am letzten Sonntag gegen den SC Freiburg. Spielte dort eine sehr gute erste Halbzeit, die zweite war dann schwächer und hier sah es erstmal aus wie in der zweiten Halbzeit. Hoffenheim mit hohem Druck, das was Freiburg zu selten ausnutzen konnte, machte Hoffenheim hier besser gegen die Mainzer Andrej Kramaric mit dem Führungstor. Hoffenheim aber nicht so richtig gut drin in der Saison. Zuletzt auch wieder nur ein 3:3 gegen den VfB Stuttgart. Hier hatte man früh die Zügel in der Hand. Christoph Baumgartner erhöht schon auf 2:0 und das war jetzt vom ersten FSV Mainz 05 wieder besorgniserregend. Sessegnon legt quer in der Mitte, rutschen alle vorbei. Nur Kramaric behält den Überblick. 0:3. Es war wieder übel, was hier mit dem ersten FSV geschah. So richtig Selbstvertrauen konnte man scheinbar aus diesem Erfolg beim SC Freiburg nicht ziehen. Knappe Stunde gespielt. Da kriegen die Hoffenheimer es nicht geklärt. Öztunali zumindest mal mit dem 1:3 und ging jetzt vielleicht sogar doch noch was, würde Hoffenheim zusammenbrechen. Am letzten Wochenende spielten sie ja 3:3, allerdings führten sie dort nicht mit 3 Toren. Unterschied, Hoffenheim aber macht es besser. Christoph Baumgartner mit dem Tag der Tage, 4:1. Jetzt war wirklich der Deckel drauf. Aber Hoffenheim schoss sich noch etwas den Frust von der Seele. Sessegnon zu Samaseko. Sogar das 5. Tor, 84. Der erste FSV Mainz 05 brach jetzt am Ende doch zusammen an diesem Sonntagabend und muss sich erstmal wieder sammeln. Kurzes Hoch, jetzt wieder ein sehr langes Tief, zumindest bis zum nächsten Spiel. 1:5 verlieren sie zu Hause gegen starke Hoffenheimer. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.